Culture, so heißt unsere neue Predigtreihe, die wir begonnen haben letzten Sonntag im CLW mit dem ersten Teil Auserwählt. Das ist nämlich das Thema, das Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 1 und 2, zu den Christen, den Nachfolgern Jesu, der Nachfolger einer bestimmten Jesuskultur, dass sie sich als Fremdlinge fühlten in der heidnischen Kultur, nämlich ausgegrenzt und abgelehnt. Das war der Quell ihres Schmerzes. Petrus wusste um diesen Schmerz und er tröstet und ermutigt sie, indem er sie erinnert, bitte, ihr seid auserwählt von Gott. Und ihr seid sogar vorherbestimmt, ihm zu gehören. Ihr seid Teil von Gott. Ihr seid Teil einer anderen Kultur. Und deswegen seid ihr unabhängig, positiv unabhängig von dem Schmerz der Ablehnung, den ihr erfahrt. Wir haben ein bisschen ergründet, in welcher Kultur sie lebten. Sie lebten in einer griechisch-hellenistischen Kultur mit vielen Göttern, vielen verschiedenen Wahrheiten, vielen widersprüchlichen Wahrheiten versus einer Jesuskultur, wo es nur einen Gott gibt. Sie lebten in einer Kultur des Hasses, der Ablehnung, wo sogar ihre Vorbilder, ihre Götter, die sie anbeteten, einander hassten, einander zerstörten und töteten, wie hier die Mäuren, die Zentauren versus ein Gott, den ein Gott ist, aber in drei Dimensionen, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der aber in sich eine Kultur der Liebe, Gottes Liebe und der Wertschätzung und Ehre lebt, wo der Sohn den Vater ehrt, der Vater den Sohn ehrt und der Heilige Geist Jesus verherrlicht. Sie beteten die griechisch-hellenistische Kultur, beteten Götter an, die sexuell freizügig und zügellos waren und sogar sexuelle Gewalt vorlebten. Hier die Vergewaltigung der Europa. Und das war im krassen Gegensatz zu der Jesuskultur, wo sie einen heiligen Gott anbeteten und dementsprechend ihr Lebensstil auch heilig war, ob sie Single waren oder verheiratet waren. Wir hatten es auf den Punkt gebracht, sage mir, welche Götter du anbetest, sage mir, wer deine Götter sind und ich sage dir, welchen Lebensstil du lebst. Was wir anbeten, das wird sich manifestieren in unserem Alltag. Das Wichtigste aber ist der Kulturclash der Schamkultur versus der Schuldkultur. Schamkultur ist, wir leben in einer Kultur, die sehr stark gesteuert ist, geprägt ist von der Meinung und von dem Urteil der Menschen. Viele Menschen leben in dieser Sklaverei, gerade auch in den sozialen Netzwerken. Wer nicht ins Schema passt, wird gedisst, wird gemobbt. Hören wir immer wieder. So ist es auch in manchen Gesellschaften, sogar in manchen Kirchen. Wenn du nicht ins Bild passt, wirst du ausgeschlossen, ausgegrenzt. Aber wir sind Teil einer Schuldkultur. Wir sind nicht mehr abhängig von der Meinung der Menschen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Meinung der Menschen. Wir sind Sklaven Gottes. Wir richten uns nach seinen Geboten. Er fordert von uns Heiligkeit. Er wird uns einmal dafür zur Verantwortung ziehen, aber er ist auch ein Gott, der vergibt. Internet, die Meinung der Menschen, vergibt nie. Gott ist ein Gott, der richtet, der aber auch vergibt. Deswegen sind wir befreite Menschen in der Jesuskultur, weil wir frei sind von Menschenmeinung. Und so möchte ich auch nochmal mahnend sprechen zu Menschen, die vielleicht zufällig zuschauen, und kleine Kinder missbrauchen und kleine Kinder quälen, nur weil sie vielleicht in einer Schamkultur leben, wo man im Darknet einander ermutigt, einander versucht, das Gewissen zu nehmen, zu sagen, ach, du darfst deine Triebe ausleben, das ist ganz normal. Und sogar zu kleinen Kindern sagt, das, was du jetzt erleiden wirst, erleiden Tausende von Kindern, nur weil sie in solch einer Kultur leben, wo andere Menschen sie ermutigen, heißt das noch lange nicht, dass sie einer höheren Kultur einmal Rechenschaft ablegen müssen. Denn jeder von uns und sie werden einmal vor jemanden stehen, vor ihrem Schöpfer stehen, vor ihrem Erbauer stehen, vor Gott stehen
und Rechenschaft ablegen für das, was sie getan haben. So war es auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch Eichmann, Adolf Eichmann, der Konstrukteur der größten Vernichtungsmaschine der Shoah, hatte dann versucht, sich rauszureden. Ja, ich war ja nur Empfänger meiner Befehle, aber er musste sich einer höheren Kultur stellen, nämlich der Kultur der Menschenrechte und des freien Willens. Jeder von uns hat einen freien Willen. Wir hatten auch gesagt, dass wir nicht mehr abhängig sind von unserer äußeren Kultur. Viele Menschen sagen, wenn draußen schlechtes Wetter ist, dann sagen sie, mir geht es heute nicht gut, es ist schlechtes Wetter, und so benehmen sie sich auch auf ihrem Arbeitsplatz oder in ihrer Ehe und Familie. Aber Petrus ermutigt uns zu sagen, hey, wir sind anderen Einflüssen ausgesetzt. Wir können uns dem Einfluss Gottes aussetzen. Wir sind auserwählt. Wir gehören ihm. Wir können ein anderes Wetter in uns tragen, in unserem Herzen. Wir können zu Schönwetterchristen werden, auch wenn draußen es regnet oder schneit. Wir können sagen, ich habe immer gutes Wetter in meinem Herzen, weil ich bin der Träger einer Jesuskultur, einer Kingdom Culture, selbst wenn ich mitten in einer ablehnenden, ausgrenzenden, verletzenden Kultur lebe. So ist es am Arbeitsplatz manchmal. So kann es sogar sein in einer Gemeinde, dass wir leben vielleicht in einer Kultur, die der Stimulus ist für Verletzung, für Ausgrenzung, für Schmerz. Und wir können entweder sagen, okay, ich bin das Ergebnis dieser mich umgebenden Kultur und gleichzeitig auch mit Ablehnung, Bitterkeit und Unvergebenheit antworten und ein bitteres, unglückliches Leben leben. Oder wir machen uns bewusst, dass wir eine freie Entscheidung haben, dass wir uns entscheiden können, in welcher Kultur wir leben und wie wir auf diese Kultur antworten, nämlich ich entscheide mich, ein Teil der Kultur Gottes zu werden und etabliere eine neue Kultur in mir, nämlich der Liebe. Wir besiegen das Böse durch Gutes. Wir lieben unsere Feinde und segnen sie und beten für sie. Das können wir menschlich nicht tun. Das schenkt Jesus uns durch sein Vorbild, denn er hat es uns vorgelebt. Am Kreuz hat er gebetet für seine Feinde, für die, die ihn ausgegrenzt und sogar über ihn gespottet haben, hat er gebetet, Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, das Gute ist, Petrus sagt das im 1. Petrus 2, Vers 9, dass wir ein auserwähltes Volk sind, ein heiliges Priestertum. Nun, was machen Priester? Sie verkündigen, sie predigen, sie verkündigen das Wort Gottes. Nun, wir können nicht nur in einer neuen Kultur leben, sondern wir können auch positives Feedback geben der alten Kultur. Nun, ich möchte hier nochmal differenzieren. Es gibt sicher so destruktive Stimuli, wo wir sagen, wir verzichten auf ein Feedback. Als ich nach Hamburg gefahren bin, habe ich zwei Briefe bekommen. Einer sagte, weil du ein schlechter Pastor bist, bist du todkrank geworden. Das ist die Strafe Gottes. Und der andere sagte, du wirst aus Hamburg nicht lebend zurückkommen. So spricht der Herr. Das ist so destruktiv. Das lohnt sich bestimmt nicht, dort Feedback zu geben, weil diese Menschen so verbohrt sind, so voller Hass sind. Und es ist dann wichtig, dass wir lernen, Grenzen zu ziehen. Dass wir sagen, ich nehme negative Worte nicht an, ich nehme destruktive Kritik nicht an, ich lebe in meiner neuen Kultur, ich mache mich von solchen negativen Aussagen nicht mehr abhängig. Ich bin abhängig von dem, was Gott mir sagt, weil Gott sagt mir, ich bin auserwählt, ich gehöre ihm, ich bin seine Tochter, sein Sohn. Das andere ist, wenn wir in einer Gemeinde, in einem Team, vielleicht auch in einer Firma zusammenarbeiten mit Menschen, mit denen wir zusammenleben, in einer Familie. Und wir erleben vielleicht auch negative Stimuli, blöde Worte, Ausgrenzung, die ohne Intention geschieht, einfach weil Menschen
nicht sensibel sind. So, da haben wir die Entscheidung, entweder wir fressen es in uns hinein, wir werden bittere Christen und Mitarbeiter, wir werden resignativ, indem wir sagen, ach, die sind so und die werden sich nie verändern, oder wir folgen den Worten der Bibel. In Epheser steht zum Beispiel, lasst die Sonne nicht untergehen und über eurem Zorn. Ein sehr schönes Wort, wo auch davor steht, wenn wir zürnen, sollen wir zürnen ohne Sünde. Das heißt, es gibt Zorn mit Sünde oder ohne Sünde. Natürlich ist Zorn nicht immer schlecht. Zorn kann ein Stimulus sein, um etwas Positives zu machen, ein Feedback zu geben. Und wir geben dieses Feedback zur richtigen Zeit. Nicht in Spontanität, im ersten Hitze des Zorns, dadurch können wir viel zerstören, sondern indem wir vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen oder die Sonne nicht untergehen lassen über unserem Zorn. Das ist ein Bild eines Prozesses. Wir lassen es erstmal sacken. Wir reflektieren unsere Gefühle. Wir reflektieren die Worte des anderen und wir geben ein sachliches Feedback. So, wie geben wir ein sachliches Feedback? Wir tun das mit Ich-Botschaften und zwar nicht mit Du-Botschaften. Du-Botschaften sind, du bist ungerecht, du bist dumm, du bist immer zu spät oder was weiß ich, sondern Ich-Botschaften sind, ich habe das, was du gesagt hast oder getan hast, als verletzend, als ausgrenzend, als nicht konstruktiv empfunden. Und zwar an dem Tag, zu der Uhrzeit, sei sehr konkret. Es ist wichtig, dass wir in einer positiven Kultur, Feedback-Kultur lernen. Auch wenn wir vielleicht sogar in einer Kirche, in einer vielleicht nicht gesunden Kultur leben, haben wir die Chance, Kulturträger zu sein, einer Jesuskultur, indem wir es vorleben, indem wir es selber leben und indem wir vielleicht sogar den zweiten Schritt gehen und ein konstruktives Feedback geben. Wahrheit in Liebe. Nur Wahrheit ist eiskalt und trennt Beziehungen. Nur Liebe ist laissez-faire. Jeder kann so sein, wie er will und niemand ändert sich. Aber Wahrheit in Liebe ist Feedback geben in Klarheit, in Wahrheit, aber auch in Liebe, indem man kommuniziert, du bist mir wichtig. So möchte ich euch alle ermutigen, die ihr vielleicht in einer Kultur lebt, die schwer ist, dass ihr erstmal lernt, eine innere Kultur aufzubauen, die positiv ist, die Jesus-dependent ist und uns independent macht von einer negativen Kultur, in dem ich weiß, ich bin auserwählt, ich gehöre Gott, ich bin Gottes Tochter und Gottes geliebter Sohn. Und dass wir dann aber auch wissen, wir sind auserwählte Priester, indem wir positives Feedback geben können und eine Kultur ändern können. Wir sind Kulturträger und Kulturveränderer.